Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Wunderkessels. Hier ist die Wunderkesselküche und ich bin Kai. Und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Nudeln machen ist auch kochen. Wir machen einen wirklichen Klassiker heute. Spaghetti Bolognese. Ja, ihr wisst, das ist das mit dem Hackfleisch, ja, und den langen Nudeln. Ja, Spaghetti Bolognese hat mit Sicherheit jeder schon mal gegessen, die meisten sogar schon gekocht. Und ich bin sicher, das, was wir heute hier aus dem Wunderkessel rausholen, da kann Mama Miracoli einpacken. Ja, die Ikone meiner Kindheit, Mama Miracoli. Ja, jetzt gibt's Papa Kai. Ich mach Spaghetti Bolognese. Ganz einfach, wirklich nicht viele Sachen, die wir brauchen. Die Klassiker halt, wir brauchen etwa 80 bis 100 Gramm Sellerie, eine kleine Zwiebel, 13 Knoblauch, alles hier rein, eine mittelgroße Karotte und das Ganze wird jetzt 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. So, anschließend kommt Olivenöl hinzu und zwar 30 Gramm. So, Haufen Olivenöl. 30 Gramm Olivenöl und 500 Gramm Hackfleisch gemischt, also Schwein und Rind. Das kommt ebenfalls hier rein. Und das wird jetzt 3 Minuten auf 100 Grad in der Sanftrührstufe erwärmt. Man kann natürlich statt des frischen Knoblauchs auch unseren Knoblauchgrundstock benutzen. Ja? Den habe ich euch bereits in einer Folge vorgestellt. Kann man ja wunderbar auf Vorrat zubereiten. Ich habe jetzt frischen Knoblauch genommen, aber wie gesagt, mit Knoblauchgrundstock geht es auf jeden Fall auch. So, unser Hackfleisch ist soweit angedünstet. Was jetzt noch dazu kommt, ist Folgendes. Und zwar das hier. Ja, das ist Wasser, 85 Milliliter, mit einem Esslöffel Balsamico und ein wenig von unserem Suppengrundstock. Ich nehme das als Rotweinersatz. Ihr könnt natürlich auch 100 Milliliter Rotwein nehmen, aber da das auch Kinder essen sollen und ich da immer so ein bisschen mit Wein immer ein bisschen vorsichtig bin, 100 Milliliter Rotwein ersetzt durch eben Gemüsebrühe und Balsamico-Essig. Eine Dose gestückelter Tomaten kommt rein. Klar, Tomaten dürfen in keiner Bolognese fehlen. 100 Milliliter Wasser oder 100 Gramm, wenn wir es so abwiegen. Tomatenmark auch 100 Gramm. Dann 4 Teelöffel geriebelten Oregano. Das ist eine Ansage. 1, 2, 3, 4. Es gibt ja auch so Würzmischungen, ne? Pasta, Würzmischungen, sowas könnt ihr natürlich auch nehmen. Einen halben Teelöffel Salz, ein Löffelchen voll Zucker und, ne, noch ein bisschen mehr gewesen, macht aber nichts, ein wenig Pfeffer, eine Prise, um genau zu sein. Ja, Prise ist auch so eine ungenaue Angabe, ne? Die einen sagen so Messerspitze. Ja. Das Ganze wird jetzt 15 Minuten auf 100 Grad Linkslauf in der Sanftrührstufe erhitzt. In der Zwischenzeit könnt ihr das Wasser aufsetzen für die Spaghetti. Die machen wir nämlich nicht im Thermomix. Das geht, und das habe ich euch ja schon bei einer vorherigen Folge gezeigt, bei den Spaghetti Aglio e Olio. Mein Lieblingspastaname, Aglio e Olio. Da kann man Spaghetti drin machen, ja, aber in dem Fall ist es halt kein One-Pot-Gericht. Wir müssen die Spaghetti extra kochen. Ich habe das Wasser schon mal erhitzt, damit es schneller geht. 15 Minuten brauchen wir jetzt eh nicht zu warten. Wie gesagt, gesalztes Wasser, bisschen Olivenöl rein, kochen und dann die Spaghetti entsprechend der Zubereitungszeit, die auf der Packung angegeben ist, kochen. Wichtig vielleicht noch die Grammangabe. Ganzes Päckchen, 500 Gramm. Ja? Ich mache die jetzt noch nicht rein, weil die brauchen nur etwa 8 bis 10 Minuten. Das heißt, ich mache die in 4 Minuten rein, melde mich aber wieder, wenn alles fertig ist.
So, es ist soweit. Die Soße ist fertig. Ich gieße jetzt schnell noch die Nudeln ab und dann schauen wir mal, wie unsere Bolognese-Soße geworden ist. Die Nudeln sehen schon mal gut aus. Sind auch, jetzt gerade mal schauen, schön al dente. Heiß sind sie vor allem. Ha! Ja, die sind durch. Und unsere Soße riecht nicht nur gut, die sieht auch gut aus. Ja, ich werde jetzt mal ein kleines Portionchen machen hier. Nicht zu viel, weil ich bin ehrlich, es ist nicht die erste Folge, die wir heute drehen. Wir haben heute schon ganz tolle Sachen gemacht, die ihr euch in den nächsten Tagen und Wochen hier auf dem Kanal unbedingt mal anschauen solltet. Am besten abonniert ihr den gleich, dann werdet ihr informiert. Aber was ich heute alles schon gegessen habe, probiert habe, Leute, ich fühle mich wie kurz zwischen Weihnachten und Neujahr. Jetzt brauche ich nur noch irgendwas, wo ich die Soße, hier, wo ich die Soße mit auf den Teller bekomme. Also das sieht schön nach Bolognese aus. So, natürlich kann man jetzt noch ein bisschen Käse draufstreuen oder Parmesan, geht natürlich auch, aber habe ich jetzt nicht, mache ich auch nicht. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Mich interessiert ja die Soße, nicht der Parmesan. Und das ist das Entscheidende. Dann schauen wir mal, wie das geworden ist. Also riechen tut es wirklich sehr, sehr cool. Und heiß. Geschmacklich einwandfrei. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich ja jetzt sagen, ich habe am Anfang immer so ein bisschen so mit Hackfleisch im Thermomix, mir fehlen da immer so ein bisschen die Röstaromen, aber ganz ehrlich, die vermisse ich jetzt hier überhaupt nicht. Es ist schön gewürzt. Ich mag es natürlich auch gerne ein bisschen spicy, ein bisschen würziger, ein bisschen schärfer. Man könnte auch noch ein Teelöffelchen von unserem Chili-Grundstock dazu machen, ja, den wir ja auch schon gemacht haben hier in unserem Kanal, oder einfach einen Schuss Tabasco drauf. Ja, bei Spaghetti, da gehen ja die Geschmäcker weit auseinander. Das hier ist wirklich so ein Grundrezept, was mit Sicherheit jedem schmeckt, vor allem aber auch Kindern. Klar, die alkoholfreie Variante ist da auch prädestiniert für. Ich mag's total und ess vielleicht doch auf. Ich glaube nicht. Ein bisschen noch, ein klein bisschen noch. Der Rest ist dann für heute Abend, wird dann aufgewärmt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen tollen Start in die neue Woche, wann auch immer ihr mich jetzt gerade seht. Freue mich, wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch, wie immer, unter dem Video. Abonnieren, habe ich schon gesagt. Nur dann kriegt ihr die besten Rezepte aus dem Wunderkessel-Forum. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Appetit.